heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu dem Vortrag Erfassung der raumbezogenen Sicherheitsbelange von Kindern. Ein Thema, was uns im Rahmen der Corona-Pandemie sehr beschäftigt und meines Erachtens auch eben sehr wichtig, dass das auch mal im Bereich der Sicherheit thematisiert wird. Aber zunächst möchte ich auch Herrn Abt und Frau von Seeler ganz herzlich begrüßen, und ich bin die Moderatorin, ich bin Professorin der Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikomanagement an der Universität Tübingen und freue mich darauf, Sie hier zu moderieren in der nächsten Stunde. Und ich möchte Ihnen zunächst eine kleine Übersicht über den Ablauf geben. Wie Sie wissen, wird die Session aufgezeichnet und auch noch einem weiteren interessierten Publikum im nächsten halben Jahr zur Verfügung gestellt. Die beiden Referierenden haben einen Vortrag von etwa jeweils 15 Minuten und im Anschluss können Sie gerne Nachfragen und Kommentare im Chat stellen. Und eben der Chat wird nicht aufgezeichnet, sodass Sie dann das ganz ungehindert machen können. Und ich möchte Sie an dieser Stelle auch dazu aufrufen, dass Sie den Chat ausgiebig nutzen. So kann ich dann Ihre Kommentare, Fragen sammeln und dann, wenn wir mit dem Vortrag fertig sind oder wenn die beiden Referierenden mit dem Vortrag fertig sind, die dann entsprechend stellen. Oder auch im Laufe der weiteren Diskussionen können Sie natürlich sich weiterhin rege beteiligen. Es erfolgt keine Zuschaltung per Audio oder Video. Meine Erfahrung ist, dass das relativ viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Und es wäre eigentlich schöner, wenn wir so in einem Fluss sind. Dann stellt sich die Frage, ob ein weiterer Austausch nach dieser Zeit im Chat ist. Ich glaube, das haben wir nicht abgesprochen, Herr Abt und Frau von Seeler, können Sie da gerade mal was zu sagen, ob Sie nach einer Stunde noch zur Verfügung stehen? Also wir beide stehen, glaube ich, noch zur Verfügung. Okay, dann, wenn da noch entsprechender Gesprächsbedarf ist, dann können Sie das gerne im Chat weitermachen. Und ich möchte mich jetzt kurz dem Referenten und der Referentin zuwenden. Herr Jan Abt ist Diplom-Ingenieur für Städtebau und Städteplanung und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Urbanistik und eben in dem BMBF-Forschungsprojekt InersiKi tätig, wo eben die Sicherheitsbelange von Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielen. Das ist auch naturgemäß ein Forschungsschwerpunkt für ihn. Und er ist ausgebildeter Moderator für Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse. Frau von Seeler ist Psychologin und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Universität Hildesheim, und dort ist sie eben zuständig für das Projekt InersiKi. Dabei möchte ich es belassen und möchte dann Ihnen gerne, Herr Abt, das Wort geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Haferkamp. Ja, herzlich willkommen an alle. Willkommen im Mittagsloch. Wir haben die Aufgabe, Sie da durchzubringen. Umso schöner, dass Sie alle hier in einer kleinen, feinen Runde in unserem Workshop mit dabei sind. Vielleicht mal Ihr Essen nochmal 20 Minuten verschieben, um mit uns gemeinsam über das Thema Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum zu sprechen. Ich starte mal mit einem Zitat. Da hinten an der Unterführung, da gehe ich nicht gerne durch. Da liegt immer Müll und es stinkt. Häufig sind da auch so komische Leute. Die haben mich auch schon angequatscht. Ich gehe lieber hier rechts die Straße hoch und dann hinten über den Überweg. Der Weg ist weiter, aber ich fühle mich wohler. So berichtet nicht nur die 11-jährige Jenny. Wer Kindern und Jugendlichen genau zuhört, stößt immer wieder auf verunsichernde Erfahrungen im öffentlichen Raum. Und um Jenny und ihre Freunde geht es jetzt, um ihre Erfahrung von Sicherheit und Unsicherheit im Stadtraum. Ja, herzlich willkommen. Wie gesagt, mein Name ist Jan Abt, Deutsches Institut für Urbanistik. Ich mache den Vortrag nicht alleine. Mit mir ist meine Kollegin da. Ja, auch ein herzlich willkommen von mir. Es wird schon alles gesagt. Ich bin Psychologin und genau, macht das hier zusammen jetzt mit Herrn Abt heute. Schön, dass ich hier sein kann. Genau, wir berichten Ihnen hier stellvertretend aus dem Projekt InersiKi. InersiKi ist ein Projekt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Projekt wurde gemeinsam mit 4 Partnern umgesetzt, und zwar dem LKA Berlin, dem DIFU, dem Deutschen Institut für Urbanistik, der Uni Hildesheim, dem Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf, und der Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin war assoziierter Partner in dem Projekt. Mit dem Projekt haben wir die Möglichkeit genutzt, uns einmal stärker mit dem Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Ausgangsfrage war es, Wege und Instrumente zu finden, mit denen sich das Sicherheitsempfinden und das Sicherheitsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen zielgruppengerecht und zielführend erheben lassen kann. Und das war unser Anspruch auf einer kleinräumigen, lokalen Ebene. Soweit also zu unserem Projekt. Wenn wir genauer drauf gucken und vorher uns an Jenny erinnern, dann sind das genau diese Punkte, die Ausgangspunkt unserer Arbeit waren. Wir wissen, Sicherheit beeinflusst die Lebensqualität und das gilt für Erwachsene ebenso wie für Kinder und Jugendliche. Aber Sicherheit im Lebensalltag, im Quartier ist mehr als der reine Schutz vor Kriminalität. Es geht an vielen Stellen vor allem um die gefühlte Sicherheit. Auch Kinder und Jugendlichen machen solche Unsicherheitserfahrungen real und gefühlt. Und in der Regel können sie gut damit umgehen. Aber sie sind jünger und deswegen an vielen Stellen verletzlicher und weniger in der Lage, in beängstigenden Situationen zu reagieren. Und je jünger sie sind, desto häufiger nutzen sie Strategien der Vermeidung. Und das heißt dann, bestimmte Orte werden nicht mehr aufgesucht zu bestimmten Tageszeiten oder nicht mehr alleine. Bestimmte Orte verschwinden quasi als nutzbare Orte für sie. Es gilt daher für Polizei und für Jugendarbeit, aber auch für Stadtplanung, sich mal intensiver mit den Sicherheitsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, und zwar im öffentlichen Raum. Und wie das gehen kann, das werden wir in den nächsten 25 Minuten beleuchten. Wir werfen mal einen kurzen Blick, was Sie erwartet. Wir schauen nämlich nochmal genauer, um wen es hier geht, welche Rolle der öffentliche Raum spielt und wie das sich das Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen konstruiert. Und wir schauen auch darauf, wer eigentlich dafür verantwortlich ist und Verantwortung trägt. Und dann zeigen wir Ihnen, wie wir Instrumente entwickelt haben, mit denen sich das Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen erfassen lässt, und stellen Ihnen ein paar dieser Instrumente vor. Wenn wir im Folgenden von Kindern und Jugendlichen sprechen, dann fokussieren wir auf einen Ausschnitt bezogen auf das Alter. Wir beschränken uns jetzt mal im Folgenden auf die Altersspanne von 8 bis 16 Jahren. Das erscheint uns besonders relevant, da es hier um die Nutzung des öffentlichen Stadtraums geht. Und wir betrachten damit Kinder und Jugendliche, die das eigene Quartier auf der einen Seite zunehmend eigenständiger, also ab 8 Jahren, und auf der anderen Seite gerade noch lokal nutzen, also quasi 16, und danach wird es sehr überlokal. Dabei gilt es, dass Kinder und Jugendliche den öffentlichen Raum brauchen. Und das meint weit mehr als sogenannte Kinderorte wie Spielplätze und Sportplätze. Da kann Jugend und Kindheit nicht alleine drauf stattfinden. Es geht um eine Vielfalt von städtischen Räumen, die Kinder und Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung. Deswegen geht es eigentlich um alle Straßen, Plätze, Freiflächen. Die sind eben wichtig als Aneignungsräume, als Spielmöglichkeiten, als Treffpunkt. Der komplette Stadtraum ist unser Thema. Kinder erweitern sich diese räumliche Lebenswelt im Laufe ihrer Entwicklung, und es gibt verschiedene Modelle, wie diese Raumaneignung abläuft. Eines der bekanntesten ist das Zonenmodell von Mucho. Ausgangspunkt ist hier die eigene Wohnung, und daraus quasi ringförmig entwickeln sich die städtischen Räume, die als Kind nutzbar werden. Also mit dem Älterwerden nach und nach geht das Kind weiter sozusagen von der Wohnung weg. So ist der grundsätzliche Ansatz, und entwickelt sich erobert sich neue Räume. Im Gegensatz dazu steht die Verinselungstheorie Anfang der 90er Jahre. Hier wird im Gegensatz zum Zonenmodell nicht von so einem konzentrischen Raummodell ausgegangen, sondern von sehr vereinzelten Räumen, die Kinder aufsuchen für einzelne Aktivitäten. Die Räume dazwischen sind ihnen häufig unbekannt. Das ist so ein alternatives Modell. Aber man muss die beiden Modelle nicht ausschließend sehen, sondern ergänzend. Es gibt sowohl dieses konzentrische Raumeroberungsvorgehen, wie auch gerade insbesondere in größeren Städten immer mehr dieses Verinselte, aber beides muss man zusammendenken. Es zeigt sich aber grundsätzlich, dass eine Eigenständigkeit von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Stadtraum, also insbesondere unbegleitete Mobilität, wie sind Kinder und Jugendliche im Stadtraum unterwegs, dass das in den letzten 50 Jahren stark abgenommen hat. Und das liegt an vielen Stellen, geben das Studien her, an vielen Stellen daran, dass Eltern Angst um ihre Kinder haben, was Kinder draußen alles widerfahren kann. Verkehrsproblematiken, Entführungsgefahr, Sexualdelikte, was immer da gleich Thema ist. Viele Eltern lassen ihre Kinder gar nicht mehr so gerne unbegleitet draußen im Stadtraum umherstreifen, den Stadtraum erobern, entdecken, selbst wahrnehmen. Ja, aber es geht auch darum, dass Kinder selbst durch Unsicherheitserfahrungen eingeengt werden in der Entwicklung und in der Eroberung des Stadtraums. Und dass diese Sicherheit, den Stadtraum zu nutzen für Kinder, nicht vorausgesetzt werden kann, das zeigt die unter anderem die Children's World Studie der Bertelsmann Stiftung zum 2018, 2019. Hier wurde gefragt, inwieweit Kinder und Jugendlichen der Aussage zustimmen, ich fühle mich sicher, und zwar zu Hause oder in der Schule oder in der Nachbarschaft. Wir betrachten den öffentlichen Raum, also die Nachbarschaft ganz rechts. Betrachten Sie also mal den blauen Balken hier an dieser Stelle. Da stellen wir beruhigt fest, dass 44% der befragten Kinder und Jugendlichen sich 100% sicher in ihrer Nachbarschaft, also in ihrem Quartier fühlen. 31% fühlen sich, also so abstrakt gefragt, zumindest sehr sicher. Wir sehen aber auch, dass sich fast ein Viertel der befragten Kinder und Jugendlichen im Stadtraum nicht ganz zwingend so sicher fühlt. 23,9% der Kinder und Jugendlichen stimmen der Aussage, ich fühle mich sicher in der Nachbarschaft, weniger oder nicht zu. Das stellt sich in eine Reihe von älteren Untersuchungen mit ähnlichem Inhalt. Das heißt jetzt nicht in Alarmismus zu verfallen, das geben die Zahlen nicht her, aber es heißt, einen aufmerksamen Blick zu werfen. Wer und welche Kinder und Jugendlichen fühlen sich wo und warum unsicher? Ja, ich würde gerne einmal auf den Forschungsstand zu sprechen kommen. Und zwar, da gibt es leider sehr wenig Forschung in diesem Bereich. Selten wird eben die Perspektive der Kinder berücksichtigt. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind hier aufgelistet worden. Auf die eine Studie gehe ich auch gleich nochmal näher drauf ein, aber am häufigsten wird eben die Wahrnehmung der Eltern untersucht. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, welche Faktoren gibt es denn, die dieses Unsicherheitsempfinden von Kindern berücksichtigen kann, also Einflussfaktoren. Darunter fällt einmal die Makroebene, also das ist die Mediennutzung oder die Medien allgemein. Forschung hat eben gezeigt, dass wenn Kinder vermehrt diese Gewaltanteil im Fernsehen anschauen, dass sie dann die Welt auch viel angsteinflößender und bedrohlicher wahrnehmen, als sie dann in Wirklichkeit ist. Unter der Mesoebene, da fallen eben zum Beispiel alle sozialen Umweltfaktoren darunter, eben auch Städtebau oder eben diese Incivilities. Das sind ja diese Zerfallerscheinungen wie Graffiti oder herumliegender Müll auf dem Boden, irgendwelche verlassenen Autos oder eben auch das öffentliche Konsumieren von Drogen und Alkohol. Dabei ist ja eigentlich dieser Dreck auf dem Boden per se ja nichts Bedrohliches, aber das ist halt so ein Gefahrensignal, so ein Anzeichen von Kriminalität, dass wenn hier irgendwas passieren sollte, dann wird mir niemand helfen. Also diese fehlende soziale Kontrolle. Und in der Studie von Webb konnte sich eben zeigen, dass Kinder eben diese Incivilities auch wirklich wahrnehmen. Also diese Studie hat sich mit dem Thema Sicherheitsempfinden von Kindern auf ihrem Schulweg auseinandergesetzt, hat das untersucht und hat eben zeigen können, dass diese 10-jährigen Kinder zum Beispiel irgendwie Graffitis oder verlassene Autos oder so wahrgenommen haben und in ihnen eben auch dieses Unsicherheitsempfinden irgendwie hervorgerufen hat. Genau, und die Studie hat sich eben angeschaut, okay, wie ist jetzt die Sichtweise der Kinder, aber sie hat sich auch angeschaut, wie ist denn die Sichtweise und die Perspektive von den Eltern. Und interessanterweise richtet sich die Sorge von den Eltern vielmehr auf so verkehrsbezogene Themen, also so unübersichtliche Evakuierungen von irgendwelchen Kreuzungen oder fehlende Ampelanlagen, solche Dinge. Und die Kinder haben das viel weniger als riskant wahrgenommen. Und daran zeigt sich ja eigentlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmung zwischen den Kindern und zwischen den Erwachsenen ist und wie wichtig es eben ist, die Perspektive von den Kindern mit zu berücksichtigen. Ja, die letzte Ebene, diese Mikroebene, darunter fallen alle Persönlichkeitsmerkmale, darunter zum Beispiel das Geschlecht, die Vulnerabilität. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass eben Mädchen das Gefühl haben, dass sie viel leichter und viel häufiger Opfer von irgendwelchen Straftaten werden und dass sie sich einfach vulnerabler fühlen, wenn es dann mal zu so einer Gewaltsituation kommen würde, dass sie sich irgendwie nicht verteidigen könnten. Das heißt, je höher diese Vulnerabilität ist, desto höher ist dann eben auch das Unsicherheitsempfinden. Genau. Wir wissen also jetzt von der Bedeutung und von der Relevanz dieses Themas. Und wir wissen auch, dass Sicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum am Schnittpunkt von verschiedenen Themen steht. Lassen Sie uns da mal einen Blick drauf werfen. Also da ist zum einerseits das Thema Sicherheit. Ne? Es geht hier um das Thema Sicherheit und Unsicherheit. Dann geht es um eine spezielle Zielgruppe. Es geht um Kinder und Jugendliche. Und dann geht es um den öffentlichen Raum, den Stadtraum, das Draußen. So, diese drei Themen haben wiederum verschiedene Akteure, die für bestimmte Themenfelder eben relevant sind und Verantwortung tragen. Und dann können wir hier mal ein paar dieser Akteure außen hinschreiben. Also zum einen wäre es, wenn wir an Sicherheit denken, natürlich die Polizei als zentraler Sicherheitsakteur, also hier in diesem Thema am Themenfeld Sicherheit anzuordnen, etwa in der Rolle von Jugendbeauftragten oder Präventionsbeamten, vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Kinder und Jugendliche stärker orientiert und im Bereich der städtebaulichen Kriminalprävention vielleicht eher so ein bisschen Richtung Raum orientiert. Jenseits der Polizei, aber ebenfalls ein zentraler Sicherheitsakteur sind kommunalpräventive Gremien, kommunale Kriminalprävention, Netzwerke zu nennen. Die befassen sich auch mit den Sicherheitsthemen, haben meist sehr unterschiedliche, sehr viele Aspekte in ihrer Arbeit, die sie berücksichtigen. Als Akteure im Bereich der Jugendarbeit haben wir unsere Akteure der operativen Kinder- und Jugendarbeit, also in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, in Horten, in Schulstationen, in der mobilen Arbeit. Und wir haben so eher so die strategischen Rollen der Jugendarbeit, kommunale Büros für Kinder- und Jugendbeteiligung, Jugendhilfeplanung eben auch noch in diesem Themenfeld. Und dann haben wir noch den Raum, den Bereich des Stadtraums. Hier können wir die Freiflächenplanung und Pflege einordnen und andererseits die baulich orientierten Planungsbereiche. Das Thema des Sicherheitsempfindens von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum befindet sich am Schnittpunkt dieser drei Themenfelder, also ungefähr hier. Und in dem Falle kommen wir jetzt zu einer ersten, nicht unerwarteten, aber dennoch bitteren Erkenntnis. Eine Aufgabe wie diese am Schnittpunkt und an der Überlagerung verschiedener Verantwortungsbereiche, Sicherheit, Kinder, Raum, führt nicht dazu, dass sich alle darum kümmern, sondern am Schluss keiner. Wir wissen das schon aus anderen Projekten, dass zum Beispiel für die Stadtplanung Sicherheit eher so ein Nischendasein führt. Das ist ein Aspekt der Raumgestaltung, aber eines neben vielen anderen. Jetzt kommt noch der besondere Blick auf Kinder dazu. Das macht es dann endgültig zu einem Thema, bei dem die Stadtplanung zum Beispiel nicht in der Verantwortung sieht. Die Polizeiakteure sagen dagegen in einem direkten Gespräch, dass es auch für sie kein eigenes Thema ist. Allein schon das Legalitätsprinzip steht im Weg. Bei jeder Äußerung müssen Anzeigen aufgenommen werden. Überhaupt seien Polizeibeamte nicht für Beteiligungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgebildet. Hier besteht oder bestünde keine Methodenkompetenz und keine Ressourcen. Verantwortlich seien doch wohl eher die Jugendakteure. Die wiederum sehen sich explizit für Kinder und Jugendliche verantwortlich, haben Beteiligungserfahrung und sind engagiert. Aber an vielen Stellen ist dieses Thema eines, das Sicherheitswissen erfordert und an vielen Stellen muss danach auch irgendwas getan werden, also irgendwas umgebaut werden. Und deswegen verweisen sie auch wieder, ja, da muss auch die Stadtplanung mit dabei sein. So, also nachdem jetzt alle verantwortlichen Akteure einmal so den Staffelstab der Verantwortung weitergegeben haben, wird aus der Gemeinschaftsaufgabe, die wir hier eigentlich haben, das Gegenteil, ein Verantwortungsloch. Am Schluss ist keiner verantwortlich, das Thema bleibt unbehandelt. Die Situation, die wir vorfinden, ist so, das ist ein Thema, was, wenn wir fragen, alle wichtig finden, aber dessen sich keiner wirklich annimmt. Wir können das jetzt auch nicht lösen. Uns bleibt am Schluss hier auch nur der Appell und die Sensibilisierung, dass es tatsächlich ein Thema ist, das man stärker behandeln muss, und der Aufruf, hier die lokalen Netzwerke zu nutzen, um dieses Thema tatsächlich gemeinsam anzugehen. Dann kommen wir von diesem Punkt zu einer zweiten Erkenntnis unserer Arbeit. Es fehlten bisher die Instrumente. Es fehlten häufig die richtigen Methoden, um das Unsicherheitsempfinden von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum adäquat zu erfassen. Bisherige Ansätze waren meist auf Erwachsene ausgerichtet oder räumlich sehr unscharf. Dagegen nahmen lokale Beteiligungsinstrumente für Kinder und Jugendliche die Frage nach Sicherheit meist mehr zufällig als gezielt in den Blick. Lassen Sie uns, bevor wir einen Schritt weitergehen, vielleicht noch mal einmal kurz innehalten. Wenn wir wissen und gerade gehört haben, Sicherheit und Unsicherheit werden individuell erlebt, dann heißt es, dass Kinder und Jugendliche persönlich adressiert werden müssen. Sie müssen direkt beteiligt werden, und nur so lässt sich ein unverfälschter Blick auf ihre Gefühls- und ihre Lebenswelt tatsächlich erhalten. Sicher ist aber eben auch, dass eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen anders erfolgen muss, als es vielleicht eine ist, die ich mit Erwachsenen mache. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen muss grundsätzlich altersangemessen erfolgen. Alters- und zielgruppenspezifische Methoden müssen hier gefunden werden. Und statt klassischer Erhebungsinstrumente, die ich vielleicht bei Erwachsenen einsetze, müssen es Methoden sein, die direkter sind und vielleicht weniger abstrakt, so unmittelbarer in ihrer Materialität, kreativer, offener. Und je jünger die Kinder sind, vielleicht auch spielerischer. Und auch für Jugendliche gilt am Schluss, dass Beteiligung, die sie ja in ihrer Freizeit machen, am Schluss eben auch Spaß machen muss. Tja, und wir kommen noch zu einem wichtigen Punkt, den wir eigentlich ganz oben hinstellen müssten. Es geht nämlich vor allem um die Haltung, die diejenigen einsetzen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Kinder und Jugendliche müssen als Experten ihrer eigenen Lebenswelt wahrgenommen werden. Das heißt, subjektive Realität, so seltsam sie auch klingen mag für einen Erwachsenen, für einen anderen Außenstehenden, muss als Realität ernst genommen werden. Also es geht auch darum, ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen. Das, was sie sagen, auch entsprechend aufzunehmen, auch weiter zu bearbeiten. Und wir müssen immer damit arbeiten, Kinder und Jugendliche sind in diesem Fall Betroffene. Und das heißt, für viele Verantwortliche vielleicht auch mal den Blick zu verändern und gerade Jugendliche mal nicht als Störfaktor oder Verursacher von Unsicherheit im öffentlichen Raum wahrzunehmen, sondern als Nutzer des öffentlichen Raumes mit ihren eigenen Bedürfnissen, die sie eben haben. Vor diesem Hintergrund haben wir uns ja in InersiKi die Aufgabe gestellt, Methoden weiterzuentwickeln, mit denen sich das Sicherheitsgefühl von Kindern und Jugendlichen erfassen lässt. Das war unser Ziel. Und wie sind wir da vorgegangen? Auf zwei Wegen. Wir haben zum einen mal geschaut, was ist jetzt denn gerade aktuell? Also woraus erfahren denn die Akteure im Moment, wie sich Sicherheit und das Sicherheitsgefühl von Kindern im jugendlichen Raum konstituiert? Und das sind meist relativ unstrukturierte Gespräche mit Kindern und Jugendlichen. Man redet miteinander, man ist im Gespräch, nebenbei erzählen Kinder auch mal was zu dem Thema oder man spricht mal explizit drauf an, aber es sind offene Gespräche in der Regel. Dann sind es als zweiten wichtigen Punkt die Rückmeldung von den Eltern. Über die Problematik hat ja Marie von Seeler gerade eben berichtet, wie unterschiedlich diese Themen auch betrachtet werden können. Und der dritte Punkt für Quellen sind diese Einschätzungen von anderen Fachexperten aus Polizei, Jugendarbeit und Schule, die aber wieder auch nur auf den ersten beiden natürlich basieren. Dann haben wir nochmal geschaut, okay, was gibt es denn an expliziten Instrumenten aktuell, die eingesetzt werden? Und da ist die Liste erwartungsgemäß nicht sonderlich lang gewesen. Also eigentlich gibt es nur ein Instrument, nämlich das des Stadtteilspaziergangs mit Kindern und Jugendlichen, das explizit dazu eingesetzt wird, Kinder und Jugendliche direkt zu beteiligen an diesem Instrument. In Augsburg gab es das 2015 im Rahmen eines EU-Projektes ausprobiert. Die Stadt Stuttgart hat das seit 2016 im Einsatz und dieses Modell in Stuttgart ist unseres Wissens nach das einzige, das auf einer kommunalen Ebene eingesetzt wird, direkt mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Sicherheit zu arbeiten, was strukturell verankert ist und regelmäßig eingesetzt wird. Ansonsten haben wir es in keiner Stadt in dieser Form und Weise als Instrument kennengelernt. Wir haben deswegen einen zweiten Weg genutzt. Wir haben mal geguckt, was gibt es eigentlich schon an Instrumenten, die sich vielleicht nicht auf Sicherheit beziehen, aber die direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes, also bei der Stadt- und Quartiersplanung oder bei der Spielraumplanung, bei der Spielplatzgestaltung. Die Frage für uns war, was lässt sich aus diesen Instrumenten, von denen wir Erfahrungswerte haben, dass sie mit Kindern und Jugendlichen gut funktionieren, auf Sicherheitserfahrungen und die Erhebung von Sicherheitsbedürfnissen übertragen. Und da gibt es seit 30 Jahren ein breites Methodenspektrum bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, dementsprechend auch eine fast unüberschaubare Methodenvielfalt. Die haben wir uns angeguckt und haben mal geschaut, okay, welche Methoden könnten das sein, die für uns in Frage kommen, und haben da mal so einen Methodenpool aufgebaut. Und wir sind da gelandet tatsächlich bei einem Ausgangspool von 324 Methoden. Und natürlich war das Ziel, hier möglichst zügig auf eine handhabbare Zahl von Instrumenten zu reduzieren. Und wir haben diesen Pool dann mal systematisch abgeprüft, nämlich hinsichtlich unseres Ziels, und gefragt, gibt es hier oder lässt sich dieser Bezug zu Sicherheitsaspekten herstellen mit diesen Methoden? Gibt es einen Raumbezug? Ist das für diese Zielgruppe, die wir betrachten, relevant? Und lässt sich diese Methode als reine Erhebungsmethode, für uns ging es ja erstmal um die Erhebung und nicht um die Planung von Räumen, das wäre dann der Schritt danach, lässt sich diese Methode als Erhebungsmethode einsetzen. Es waren also ganz viele lange Excel-Tabellen, und am Schluss dieser ersten Filterung, gab es einen Pool von 27 Einzelmethoden, die wir weiter ins Auge gefasst haben. Diese 27 Einzelmethoden galt es weiter auszuarbeiten, und zwar mit einem Praxisblick abzutesten. Also, und hier standen dann so Fragen im Mittelpunkt, entstehen nutzbare Ergebnisse für eine weitere Arbeit durch diese Methode? Besteht ein Verhältnis von Aufwand und Ertrag, das noch in Ordnung ist? Haben wir die Ressourcen dazu? Braucht es zu viel Personal vielleicht für Methoden, dass sie im Arbeitsalltag überhaupt nicht eingesetzt werden will? Sind sie klar vermittelbar, um was es eigentlich geht, oder sind sie zu komplex? Haben Kinder und Jugendliche eigentlich Spaß an so einer Methode, und haben wir damit eigentlich eine Vielfalt von Methoden, die wir eigentlich brauchen, weil wir auch so unterschiedliche Akteursgruppen haben, die sich für dieses Thema auseinandersetzen sollten? Ja, diese Fragen haben wir alle, sind wir durchgegangen, haben uns im Gedanken durchgespielt, wir haben sie mit Fachleuten diskutiert, aber eben auch und vor allem in der Praxis mit der Jugendarbeit, mit Schulen und Präventionsbeamten in Berlin eingesetzt und getestet. Mit Kindern und Jugendlichen draußen im Quartier gewesen, haben die Erfahrungen ausgewertet, haben dann Instrumente modifiziert, gestrichen, neu entwickelt, und ja, auch wir wurden von Corona alles andere als verschont, aber am Schluss haben wir jetzt 10 Instrumente extrahiert, die wir für gut einsetzbar, für zielführend und verwendbar halten, und Marie von Seeler wird Ihnen einen kleinen Einblick geben in diesen Methodenkasten. Ja, danke dir, Jan. Genau, von diesen 10 Methoden, die kann man nochmal einteilen in so 3 Gruppen. Einmal in diese Überblicksmethoden, da geht der Frage nach, was sind denn überhaupt die Orte, die für Kinder und Jugendlichen zentral sind. Dann die Vertiefungsmethoden, da geht es um die Frage, warum, also was macht denn überhaupt ein Ort sicher oder eben unsicher? Und dann eben die Kombinationsmethoden, ist eben die Kombination aus diesen beiden Methodenformen. Genau, insgesamt waren es eben dann 3 Überblicksmethoden, 4 Vertiefungsmethoden und 3 Kombinationsmethoden. Der Zeit halber gehe ich jetzt nicht auf alle Methoden ein. Ich habe mir jetzt mal einen Kunstblick rausgepickt, Orte kommentieren und Jagd nach Orten. Genau, die Methode Kunstblick ist eben, wie gesagt, so eine Erfassungsmethode. Da geht es darum, dass erstmal die Gruppe in so Kleingruppen eingeteilt wird, und jede Gruppe bekommt einen Stadtplan von dem Gebiet und dann auch noch so kleine Bildkarten. Und dann sollen sie erstmal sagen, okay, was sehe ich auf dem Bild, wie fühlt sich das Bild an, welche Emotionen, welche Stimmung löst dieses Bild aus? Und dann sollen sie jetzt sagen, welcher Ort löst so eine ähnliche Stimmung, ein ähnliches Gefühl aus wie eben dieses Bild. Und dann sollen sie dieses Bild auf der Karte verorten. Genau, und dann ist es so, dass die kleinen Gruppen jeweils ihre Stadtpläne, ihre Karten dann aufhängen und die anderen Gruppen können sich dann eben die Ergebnisse von den anderen anschauen. Die Idee hinter der Methode ist, dass man dadurch, dass man eben diese Bilder hat, diese Stimmung erstmal transportieren kann und dass eben auch dieses Unsicherheitsempfinden über die Orte erstmal richtig artikuliert werden können, was ja vermutlich Jugendlichen vor allem vielleicht etwas schwieriger fällt. Die zweite Methode ist Orte kommentieren. Orte kommentieren ist eine Vertiefungsmethode. Und da sollen erstmal im Vorhinein Bilder von Orten gemacht werden, also von den AnwenderInnen. Die können sie dann auf Plakaten oder zu Stellwänden kleben. Und die Kinder und Jugendlichen sollen dann, also im besten Fall kennen sie natürlich dann auch die Orte, auf den Bildern sollen sie dann sagen, okay, ist dieser Ort ein sicherer Ort für mich oder ein unsicherer Ort? Und das kann man dann vielleicht mit solchen Smileys markieren oder festmachen. Und zudem, also es ist eine Vertiefungsmethode, sollen sie auch noch sagen, was sind denn die Gründe dafür? Also warum ist denn ein Ort überhaupt sicher? Warum ist denn ein Ort unsicher? Und das kann man zum Beispiel auf diese Sprechblasen oder so schreiben. Wenn man jetzt so eine große Gruppe hat, dann kann man auch wieder so Kleingruppen machen, sodass dann die einzelnen Gruppen dann jeweils von Stellwand zu Stellwand gehen und dann nochmal Ergänzungen vornehmen. Und die Idee hinter dieser Methode ist, dass man eben viel mehr Informationen bekommt, weil man ja die Begründung hat und auch noch die einzelnen Orte auch noch identifiziert hat. Genau, dann die letzte Methode, die ich vorstelle, ist die Methode Jagd nach Orten. Das ist eine Kombinationsmethode. Da geht es darum, dass eben relevante Orte von einem Stadtteil identifiziert werden können. In der ersten Phase geht es darum, dass man erstmal so Kleingruppen bildet und dass eben Orte identifiziert werden, das heißt nach so kleinen nach Kategorien, also zum Beispiel einen Lieblingsort, sollen sie nennen, einen Gefahrenort, ein unsicherer Ort oder einen Konfliktort. Und dann in der zweiten Phase wird man zusammen mit den Kindern und Jugendlichen diese Orte noch begehen. Also man geht wirklich auf die Suche nach diesen Orten. Und wenn man dann vor Ort ist, kann man die Kinder und Jugendlichen fragen, okay, was ist jetzt positiv an dem Ort? Warum ist das jetzt dein Lieblingsort? Warum ist das jetzt ein Konfliktort für dich? Genau. Gegebenenfalls kann man auch Fotos machen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, mich stört, dass jetzt hier überall Dreck auf dem Boden liegt, dann kann man eben zum Beispiel eben diesen Dreck auch fotografisch festhalten. Und danach kann man nochmal zusammenkommen ins Plenum und kann eben die ganzen ausgewählten Orte zusammentragen und sammeln und die anderen können dann jeweils ergänzen. Und die Idee hinter dieser Methode ist eben, dass man einmal die Orte identifiziert, aber dass man eben dadurch, dass man auch in diese Orte halt geht, also die Begehung ja auch macht, bekommt man ja auch mal eine gute Stimmung von diesem Ort kann dementsprechend auch eine bessere Begründung auch vielleicht nennen, warum man jetzt den Ort positiv oder negativ beachtet. Genau, was alle Methoden auf jeden Fall gemeinsam haben, ist eben dieser Gesprächsanreiz, also dieser Erkenntnisgewinn liegt in dieser Diskussion. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Dokumentation macht, damit man eben auch diese Begründung auch mitnotieren kann. Und so sieht so ein Methodenblatt aus. Also da stehen alle wichtigen Informationen drin, wie die Gruppe sein soll, wie überhaupt der Ablauf ist, irgendwelche Tipps, die Sie bei der Durchführung beachten sollten, die wir als wichtig erachten und dann auch Auswertungshinweise. Genau. Genau, und die ganzen Methodenblätter, die finden Sie bei uns auf dem, oder im Handbuch. Aber Sie finden nicht nur diese Methodenblätter, sondern dieses Handbuch ist eine Art Nachschlagewerk, wo Sie einfach ganz viele verschiedene Informationen bekommen. Einmal zum Hintergrund Kinder, Stadtsicherheit, aber auch einfach allgemeine Tipps zur Durchführung. Zum Beispiel jetzt Stichwort, dass alles anonym sein sollte, datenschutzrechtliche Angelegenheiten und so weiter und so fort. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall noch einen Blick in das Handbuch zu werfen. Wir haben aber nicht nur diese Methodenblätter und das Handbuch, sondern wir haben auch noch zudem Materialien und Vorlagen. Also zum Beispiel bei einer Methode schriftlicher Befragung haben wir einen Fragebogen, konstruiert, die wir auch gerne verwenden können. Dann haben wir irgendwelche Informationen für die Eltern oder Auswertungshilfen und so weiter. Genau, das finden wir alles online. Ja, wir sind auch schon bald am Ende unserer Präsentation. Wir würden Sie gerne auf unsere Abschlussveranstaltung noch aufmerksam machen. Da sind Sie herzlich eingeladen. Die ist am 11.8. und wenn Sie interessiert sind, dann können Sie gerne auf unserer Internetseite inersiki.de vorbeischauen. Schlussendlich, was nehmen Sie hoffentlich aus diesem Vortrag hier mit, ist, dass das Thema Kindersicherheit, Stadtraum ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, aber leider halt in dieses Verantwortungsloch fällt. Ich hoffe, Sie können dadurch durch den Vortrag hier eine Sensibilisierung leisten. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kinder und Jugendlichen ja so gut wie möglich angstfrei den urbanen Raum nutzen können sollten. Und mit diesen Instrumenten, die wir erstellt haben, können Sie hoffentlich in Ihrer Arbeit damit gut arbeiten und es ist Ihnen eine Stütze. Genau, das war's von uns. Dann bedanken wir uns ganz herzlich und wenn Sie Fragen, Anregungen haben, dann sehr gerne.